Wir haben ganz, ganz viele verschiedene Autos und Trecker und Bagger und was auch immer. Und was wir auch haben, ist einfach eine riesige Among Us-Figur. Einfach der Imposter aus Among Us und sogar noch mit einer riesigen Zunge. Oh mein Gott. Und wir werden heute in Teardown, Freunde, mit den Autos in diese Among Us-Figur reinfliegen. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird und ob das Ganze auch funktioniert. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like und auch ein Abo da für mehr solcher Teardown-Folgen. Let's go! Also, als erstes haben wir hier so ein Postauto. Es geht los und... Wow, Alter! Der hat direkt so eine Zunge da ausgepackt, sag mal. Da hat er das Auto direkt komplett zerstört. Und da fahren wir nochmal gegen den Tank gegen. Das funktioniert ja sehr, sehr gut. Also, ich muss schon sagen, das Postauto, Freunde, das hat es auf jeden Fall komplett erledigt. Als nächstes haben wir diesen Linienbus. Mal gucken, ob der Imposter auch diesen Bus auffressen wird. Und wir fliegen rein. Wow! Auch diesmal kriegen wir den Imposter nicht richtig... angegriffen und wir haben nur noch das Gestell und nur noch das ist übrig. Das Video ist übrigens von Stringy, also checkt auf jeden Fall gerne mal den Kanal aus. Freunde, der macht sehr, sehr coole Tier-Animationen. Es geht weiter. Wir haben ein Polizeiauto am Start. Mach mal die Sirene an. Es geht los. Ich bin sehr gespannt und... Oh, schön mit Boost sogar und bam, rein in die Ecke, aber leider nicht so gut getroffen und hier geht's noch durch die ganzen Wände durch und wir fallen auf den Tank. Na toll, das hat ja richtig gut funktioniert. Wir müssen, glaube ich, was bisschen krasseres nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier den LKW und jetzt erstmal hier schön ein bisschen lang balancieren. Nicht ganz so schnell, bitte. Und wir fahren los. Oh, da kommt die Zunge direkt und schleudert den in den Kopf rein. Und guck mal, wie der LKW da lang pießt. Unser Anhänger komplett weg. Hier nochmal durch die Wände durch und direkt auf den Tank. Guckt euch das mal an. Das Führerhaus ist komplett weg und die Among Us-Figur, die hängt, glaube ich, ein bisschen nach hinten. Naja, ihr seht das da hinten. Ein bisschen beschädigt ist die. Nehmen wir den nächsten LKW hier, so einen mit irgendwelchen komischen Holzstämmen. Hier erstmal um die Kurve rumfahren. Also sehr, sehr krass. Ihr seht das, wir springen los und wow, auch hier kommt wieder die Zunge raus. Na, das funktioniert ja sehr, sehr gut. Und natürlich direkt auf den Gastank drauf. Also die Karre ist auf jeden Fall direkt schon wieder Schrott. Was können wir als nächstes nehmen? Nehmen wir dieses Eisauto hier, ne? Der hat doch Hunger. Ich meine, der hat den Mund auf. Wahrscheinlich hat der Hunger auf Eis oder sowas. Lass mal gucken. Und es geht direkt los. Oh, nicht ganz so gut abgesprungen, aber... Ja, doch, 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 alles entspannt, alles entspannt. Wir fliegen hier und, naja, ich glaube, der Imposter hat sich da auf jeden Fall das Eis aus dem LKW geholt. Aber er hat anscheinend immer noch Hunger. Oh, was? Er hat doch nicht Hunger auf Kinder, oder was? Oh nein, oh nein. Jetzt hier mit so einem Schulbus und es geht los, Absprung. Und jetzt kriegen wir den nochmal. Ich sag euch, die Zunge ist zu gefährlich. Die Zunge ist zu gefährlich, wir kriegen den nicht gekillt. Selbst mit so einem Schulbus nicht, der schon so einen Boost aktiviert hat, bekommen wir den nicht gekillt. Ich kann nicht verstehen, was da los ist, aber was nehmen wir als nächstes? Hier so ein Fisch-LKW, naja, ich glaube, der hat Hunger auf Fisch. Ich glaube, das könnte was werden, wir gucken mal. Oh, hier wieder ein bisschen Anschwung und Zunge raus. Er tut sich selber weh. Guckt es euch an. Der LKW, der Fisch-LKW, direkt durchgeschlagen durch den Kopf und ja... Das war es auf jeden Fall direkt mit ihm. Perfekt. Der LKW ist tot. Der Imposter steht immer noch. Und jetzt nehmen wir so einen deutschen, okay, so einen krassen deutschen Tank, wo oben so Raketen drauf sind. Der müsste doch jetzt eigentlich explodieren, wenn wir in den Mund reinspringen. Oder BAM! Der LKW ist komplett explodiert. Und da fliegt noch eine Rakete in den Imposter rein. Guck mal, wie hoch der uns schleudert mit der Zunge. Was da für eine Power hinterhängt. Alter, und von uns ist im Original gar nichts mehr da. Wir pesen hier noch rüber. Und natürlich nochmal gegen den Propangastank. Ja. Also, den Imposter, den kriegen wir heute schon noch. Ich will den jetzt endlich mal tot sehen. Den kriegen wir gekillt, sag mal. Hier mit dem Bagger. Let's go. Okay, komm. Schön langsam, schön ruhig. Okay, jetzt mach Vollgas. Fahr die Schaufel aus. Wir fahren los. Okay, und jetzt Sprung. Mann, schon wieder die Zunge hat uns ein bisschen getroffen. Aber der Imposter kriegt langsam Schaden. Wir machen ihm auf jeden Fall sehr, sehr gut Schaden. Es laggt jetzt gerade ein bisschen. Aber bam, wir sind unten. Der Bagger sieht noch ganz gut aus. Hat ganz ziemlich viel überlebt. Links seht ihr, dass das ganze Imposterblut runterfällt. Also der macht mittlerweile, macht er nicht mehr so viel mit. Ne? Also... nicht mehr lange und das Ding liegt auf dem Boden. So, hier direkt den nächsten Bus nehmen wir. So einen Speedbus, okay. Absprung und die Zunge. Die Zunge war viel zu... Ich dachte gerade, die reagiert viel zu spät, aber nein. Die Zunge hat doch wieder richtig reagiert und damit wird auch der Bus komplett weggeschleudert auf den Gastank drauf. Also wirklich, auch dieses Mal wieder sehr, sehr krank. Ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen was Krasseres nehmen. Vielleicht sowas hier wie so ein Monster Truck oder sowas. Oder auch so Militärfahrzeuge. Die könnten doch eigentlich auch ziemlich krass sein. Wir fahren los. Absprung und...
Der hat es direkt kommen sehen. Habt ihr gesehen, wie die Zunge da direkt nach vorne kam? Gar keine Chance. Gar nicht überlebt. Nicht eine Sekunde. Okay, das war wirklich ein ziemlich, ziemlich schneller Kampf. Der war sehr schnell vorbei. So ein Umzugsunternehmen. Wieso denn nicht? Da sind irgendwelche spitzen Möbel drin. Mal gucken, ob wir damit dem Imposter wehtun können. Wir fliegen gut, wollte ich gerade sagen. Und auch hier kommt die Zunge wieder raus. Wir müssen irgendetwas finden, das wir einsetzen können, damit wir den Imposter endlich aufhalten können und besiegen können. Weil so geht das nicht mehr. Vielleicht ja mit so einem Auto hier. Hinten mit so einem Reaktor drauf. Oder so einem Generator. Wir gucken mal. Ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Und hier. Oh nein. Wie ein Basketball wurden wir einfach original weggeschleudert. Und der Reaktor explodiert noch neben meinen Autos. Ja, das hat ja sehr gut funktioniert. Der Reaktor hätte in dem Imposter explodieren sollen. Direkt nochmal, oder was? Direkt nochmal volle Doppel-Action, Double-Down. Und es geht los. Und auch hier werden wir wieder weggeschleudert und pesen hier in die Wand rein. Ach, Mann, ey. Aber, ich meine, guckt euch mal an, wie er da steht, ne? Also, ich meine, der sieht schon ziemlich beschädigt aus. Wir probieren jetzt mal so ein Raketenwerfer-Auto. Vielleicht funktioniert das ein bisschen besser. Wir gehen aufs Ganze, schießen sogar Raketen auf den. Und die kommen auch gut. Guck mal. Bam! Die kommen gut da oben, fliegen die Zähne einfach weg. Was haben wir da noch so? Okay, hier vorne die Zähne fliegen auf jeden Fall auch weg. Sehr, sehr krass, Freunde, wie das hier aussieht. Die Zunge, kriegen wir die vielleicht zerstört? Es sieht aber fast so aus, als wäre die Zunge richtig, richtig stark oder sowas, ne? Als würde die Zunge das alles... Oh, Alter, da kommt die Zungenspitze direkt. Kriegen wir die Zunge jetzt zerstört? Guck mal, die Bohrzunge, wie sie also auch so direkt ankommt und rauskommt aus dem Mund. Okay, mit der ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Ich weiß nicht, was das für ein Poster ist. Auf jeden Fall ist er richtig, richtig krank. Wir schauen mal, ne? Wir haben gut Schaden gemacht, ne? Vielleicht wenn wir ein bisschen Anlauf nehmen und... Ich dachte gerade, die Zunge checkt nicht, dass wir angefahren kommen, aber doch. Die checkt es leider doch. Also auch das, ja, sieht ganz... bremslich für uns aus, aber immerhin sind wir gut gelandet. Von daher alles entspannt. Oh, wir kämpfen uns noch wieder frei hier. Sehr gut. Ich meine, guck dich mal da hinten, wie er schon brennt, ne? Der kann nicht mehr lange leben. Nur noch ein, zwei Fahrzeuge und das Ding ist wirklich tot. Komm, wir probieren nochmal ein bisschen Anlauf hier. Ah, ein paar Raketen draufschießen. Guck, wie viele Raketen da oben rausgeschossen kommen, ne? So, fürs Ganze jetzt geht und Angriff! Da hat die Rakete einfach uns selber zerstört. Der hat die Rakete uns gerade selber zerstört. Also das sah auch sehr, sehr krass aus. Und dann sind wir noch runtergefallen, komplett Schrott. Vielleicht bringt es was, wenn wir mit so einem LKW raufgehen. Ich meine, der hat eventuell auch so eine Nuklearladung geladen oder sowas. Wir probieren es, glaube ich mal. So, und Absprung. Ja, wer hätte es denken können? Die Zunge pest durch, Freunde. Die Zunge, die kam wieder rausgestreckt und killt den ganzen LKW. Nee, also auch dieses Fahrzeug hat leider nichts gebracht. Wir müssen, glaube ich, noch was Krasseres nehmen. Und zwar dieses hier. Das ist so ein... Was ist das? So ein Fernsehauto? Das ist ein Geschütz da oben drauf, oder was? Anscheinend! Ja! Die Zunge kam nicht... Lol, das ist abgeschirmt. Das ist so ein Satellitenauto, was abgeschirmt ist. Deswegen hat die Zunge uns gar nicht erst mitbekommen. Und wir fallen direkt drauf auf den Tank. Perfekt. Also, okay, das war, hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Auch sehr, sehr krass. Die Zunge kam nicht mal rausgefahren. Oder? Jetzt mit dem Panzer? Vielleicht haben wir die Zunge auch schon so krass beschädigt, dass da gar nichts mehr geht, ne? Wir gucken mal. Mal hier drauf schießen und... Schießen. Ja, der Mund ist schon ziemlich hier vorne. Das Gesicht ist auch schon ziemlich, ziemlich doll beschädigt. Wir machen gut, gut Schaden. Ich würde sagen, wir holen gleich mal ein bisschen Anlauf und fahren mal rein, ne? Ich glaube, das wäre das Einzige, was wir mit so einem riesigen Panzer kommen. Ihr wollt es doch auch sehen, was wir mit so einem riesigen Panzer machen können. Lasst auf jeden Fall gerne mal ein Like da, wenn ihr mehr solcher Tiere und Animationen sehen wollt. Oh Gott, Gott, da kam die Zunge gerade schon rausgefahren, ne? Hier sind wir natürlich nicht mehr abgekappt mit dem Panzer. Ich glaube, wir schießen hier oben nochmal kurz ein bisschen das Gesicht kaputt und werden gleich uns den Anlauf holen, diesen schnellen Sprint, und werden original reinfliegen in die Among Us-Figur, als gäbe es keinen Morgen mehr. Oh, guck mal, da fällt jetzt sogar das Gesicht gerade runter. Und... Auf die Zunge rauf, oder was? Patz! Und die Zunge fährt aus, zerschreddert da einmal in der Mitte komplett das Gesicht. Da unten fällt es hin. Ja, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, Freunde. Wir holen Anlauf und Vollgas! Wow! Und die Zunge macht ja gar keinen Schaden. Die macht ja gar keinen Schaden. Wir fliegen hier durch und selbst so ein Propangastank macht keinen Schaden. Dann hier auf die Füße rauf, in die Füße rein. Wir müssen das Standbein kaputt machen. Irgendwann wird ihr doch mal umfallen oder was und kaputt gehen. Hier nochmal lang schießen, okay. Hier fahren wir lang. Ja, das läuft doch auch ziemlich gut. Oh Gott, Vorsicht. Ja, hier vorne nochmal das Bein kaputt schießen. Ja, ich meine, wir müssen uns hier langsam vorausarbeiten. Da fallen von oben schon Teile runter, also... Das muss doch gut funktionieren hier, oder was? Hier nochmal kurz lang, hier vorne. Ich meine, das sieht doch gut aus.
Würde ihr sagen, was ihr wollt? Das sieht doch richtig, richtig gut aus hier, Mensch. Okay, der Panzer, der macht auf jeden Fall, ja, die Hälfte ist kaputt gegangen. Also ich würde sagen, Freunde, guckt euch das an. Die Zunge, nicht die Schlange, ist einfach komplett kaputt, ja. Guckt euch die Among Us-Figur an, da muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Auf jeden Fall schon mega Schrott. Zum Aufräumen nehmen wir hier auf jeden Fall nochmal so einen riesigen Bulldozer. Mal gucken, ob wir das damit kaputt bekommen. Ich denke aber eigentlich ja, wir schauen mal. Absprung, die Zunge kann nichts mehr machen. Wir gleiten rein und ja! Die Among Us-Figur geht kaputt. Der Imposter ist tot, Freunde. Wir haben ihn besiegt. Die Füße machen auch gar nichts mehr, Freunde. Der Bulldog hat diese... Guckt euch an. Es löst sich in tausende Millionen Teile auf. Da ist gar nichts mehr zu sehen von dem Imposter. Freunde, guckt euch das an. Der Imposter hat verloren. Es ist nichts mehr von ihm über, außer diese Zunge. Wirklich ein trauriges Ende für diese Among Us-Figur. Freunde, ich würde sagen, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat beim Zuschauen, dann lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like und auch ein Abo auf diesem Video da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr weitere Animationen sehen wollt. Checkt gerne Stringy den Kanal aus. Der macht auch solche coolen Animationen. Da reagiere ich gerne drauf, wenn ihr den Bock drauf habt. Tschüss, wenn euch gefallen, checkt gerne eins von anderen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.